So, ich will heute mal über drei verschiedene Arten reden, wie man im Leben weiterkommt und wie man mit diesem Weiterkommen umgeht. Ich hatte in einem Video schon mal das Ganze angesprochen, und zwar in Bezug darauf, dass wir oftmals mit einer Situation unzufrieden sind und dann total motiviert sind, etwas zu ändern an unserer Situation, und irgendeine Idee lesen oder etwas sehen oder ein Vorbild haben, gute Freunde haben, die irgendwas anpacken, wo wir auch dran interessiert sind. Und dann denken wir, yes, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich was anderes. Zum Beispiel auch so ein Neujahrsvorsatz ist ähnlich. Und wenn wir das aber nicht tief verankert haben, dieses Warum, dann werden wir da schnell wieder abfallen von dem Ganzen. Dann werden wir versuchen, Dinge anzupacken und werden dann nach ein paar Tagen, vielleicht einer Woche, vielleicht maximal 2 Wochen, diesen ersten Drive verlieren. Und wenn es dann in den Alltag geht, dann kicken die alten Gewohnheiten wieder rein. Und man findet sich da, wo man vorher war, vielleicht sogar noch dahinter oder vielleicht in einer noch schlechteren Ausgangssituation als vorher. Und was dann passiert, ist nicht nur, dass man sich dann in einer anderen Ausgangssituation befindet, sondern vor allem, man befindet sich dann in einer Ausgangssituation, wo man sich selbst nicht mehr vertraut, wo man selbst denkt, ich glaube, ich schaffe sowas nicht, ich schaffe sowas nie, ich bin dazu nicht gemacht, ich habe es 30 Mal versucht, 50 Mal versucht, übertrieben gesagt, und es hat nie geklappt, ich bin immer wieder zurückgefallen und es wurde immer noch schlimmer als vorher. Wenn man aber ein gesundes Warum etabliert, ja, wenn man genau weiß, also wenn man nicht nur diese oberflächliche Motivation nimmt, sondern wenn man tiefgehend etwas weiß, warum man etwas tut, warum etwas gut für einen ist, dann bringt das so eine Stabilität. Da wird quasi das Unterbewusstsein mitgezogen. Das ist nicht nur diese oberflächliche Motivation, das oberflächliche Motorboot, von dem ich schon mal gesprochen habe, sondern nein, das Motorboot ist an dieses U-Boot gekettet und das muss mitgehen. Das ist dieses tiefe Warum. Und natürlich muss man am Anfang durchbrechen, die ersten Tage, die ersten 1-2 Wochen vielleicht, weil die alten Gewohnheiten doch noch eine gewisse Schwungkraft haben. Aber wenn man ein Warum hat, dann kann man sich auch mal Fehler verzeihen. Dann wird man nicht gleich aus der Bahn geworfen von Fehlern. Und dann etabliert sich so nach und nach diese neue Gewohnheit. Was aber jetzt viele machen ist, wenn sie diese neue Gewohnheit etabliert haben und gewisse Fortschritte erreicht haben, dann versuchen sie diese Fortschritte, dann identifizieren sich die Leute mit diesen Fortschritten, also mit äußerlich erreichten Dingen. Sie sollten sich aber eher mit dem Wie identifizieren. Wie bin ich dazu gekommen? Wie habe ich es geschafft, tiefgehende Bedürfnisse von mir zu entdecken und denen nachzugehen? Und man muss immer auch wissen, Bedürfnisse verändern sich ganz automatisch. Das heißt, wenn sich dann etwas ändert und diese Änderung ist vielleicht in einem Bereich, der den Bereich, den man bereits verändert hat, ein bisschen mitreißt und vielleicht in eine andere Richtung reißt, als den Bereich, als man den Bereich ursprünglich haben wollte, dann denkt man oft, man fällt irgendwohin zurück. Und dann kommt man in eine Situation, dass man irgendwo hingezogen wird, weil sich etwas Neues entfaltet in einem, man entwickelt sich, ja, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Andererseits will man aber von dem, was man erreicht hat, was dieses Ziel tangiert, sozusagen nicht wieder zurückgeworfen werden. Oder man hat das Gefühl, man wird da wieder zurückgeworfen, was aber nicht stimmt. Und dann kommt man in so eine Phase, wo man wieder verwirrt ist, wo man total verwirrt ist, wo man denkt, jetzt fällt alles wieder in sich zusammen. Wichtig ist, dann wieder zu akzeptieren, okay, das ist einfach eine neue Entfaltung der Persönlichkeit, ein neues Ziel, ein tiefes, was sich jetzt entfaltet. Ich habe quasi das eine Ziel ausgelebt und jetzt kommt der nächste Kreis und es führt immer weiter zu meiner wahren Bestimmung sozusagen. Ich habe auch schon mal von diesen Kreisen geredet, die man im Laufe des Lebens abarbeiten muss. Und die werden immer tiefgründiger. Man kann nicht von Anfang an ins ganz tiefgründige Ziel gehen. Das tiefgründige Ziel, spirituell gesehen, ist natürlich die Auflösung in die Freiheit oder das Hingeben in die Fülle für die Frau bzw. für den Mann. Und da muss man einfach sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass ich woanders hingehe, dass ich vielleicht jetzt ein Ziel habe, wo ich einfach die Dinge, die ich vorher für das andere Ziel getan habe, nicht mehr tue. Dann hat man das Gefühl, man kommt bei dem anderen Ziel, was man erreicht hat, wieder Schritte zurück. Das stimmt aber nicht. Es geht immer darum, wie man es tut und was in dem Moment die Entfaltung quasi von einem verlangt, die persönliche Entfaltung. Man sollte natürlich nicht die anderen Dinge komplett schleifen lassen und dann auf das
andere Ziele komplett scheißen. Weil man will natürlich ein bisschen mit der oberflächlichen Welt spielen, man will Sachen erreichen, Dinge, Anerkennung gewinnen und so weiter auf der Oberfläche. Das darf einen aber niemals tiefgründig berühren. Und deswegen Änderung zulassen, Änderung willkommen heißen, sich eher mit dem Wie identifizieren. Wie habe ich das gemacht? Ich habe zu mir selbst gefunden, ich habe eine Entwicklungsstufe rausgekitzelt und habe danach gelebt und habe da eine wirkliche neue Gewohnheit etabliert. Und wenn man danach lebt, dann kann man diese Dinge auch wirklich locker nehmen. Dann kann man sehen, es führt mich gerade dahin, ich vertraue dem Ganzen. Ich spüre meine Angst, da kommt was Neues, aber ich lasse es zu. Und ich verbeiß mich nicht in diese alten Dinge, die ich jetzt einmal geschafft habe. Jetzt habe ich so und so viel abgenommen, jetzt habe ich es geschafft, den und den Partner zu bekommen, jetzt habe ich den und den Job. Aber jetzt nach ein paar Jahren, vielleicht nach einiger Zeit, zieht es mich wieder woanders hin. Und es geht nicht einher mit diesem alten Ziel. Egal, natürlich nicht zu vorschnell urteilen, zu vorschnell handeln, aber wenn man das spürt, dem Ganzen seinen Lauf lassen und das auch dann auch ein bisschen durchdenken. Da darf man dann auch ruhig mal den Verstand einschalten, kurz, um das vielleicht zu kombinieren, aber trotzdem nach der inneren Einstellung gehen, nach dem, wo es dich hinzieht, sozusagen. So, die Sonne ist jetzt gleich weg, hinten im Rosensteinpark. Ich hoffe, man sieht mich. Und es wird dunkel. Und wir sehen uns... im nächsten Video. Ciao.